Genug Verkehr in City Skylines. Ich muss mal gucken, dass der Rest der Stadt nicht vor die Hunde geht. Vor allem habe ich zu wenig Strom. Aber wir können für zu wenig Strom erstmal sofort das Kohlekraftwerk anschalten. Lassen wir die Zeit mal laufen. Ich glaube, damit erledigt sich zumindest erstmal das. Sehr gut. Und das Wasserproblem ist, glaube ich, nur indirekt durch den Strom verursacht gewesen. Sehr gut. Aber auch das ist schon wieder knapp an der Grenze. Also weit komme ich damit auch nicht. Muss ich mich auch mal wieder bald drum kümmern. Wie sieht es denn aus mit dem nächsten Kraftwerk? 34.000 Einwohner, hä? Da kann ich mich nicht drauf verlassen. Da muss ich wohl nochmal ein Kraftwerk irgendwo hinstellen. Das wird übrigens auch schon gleich der Fall sein. Ich wollte mal ganz kurz gucken, wie es meinem Ölviertel geht. Läuft. Aber wie sieht es mit den Rohstoffen aus? Ha, und da hatte ich mich schon mal beschwert. Das ist jetzt witzig. Jetzt habe ich hier das Öl aufgebraucht und dadurch ist hier fruchtbarer Boden übrig geblieben. Sehr witzig, fruchtbares Land. Jetzt habe ich mich schon mal beschwert, dass ich finde, dass die Rohstoffe viel zu schnell aufgebraucht werden. Hier war alles voller Öl und zwar tiefschwarz und jetzt habe ich da eine Weile, die Ölindustrie schien auch nicht so wahnsinnig lange und zack, ja, ist vorbei. Jetzt müssen die es importieren. Also irgendwie ist es ein bisschen schade. Weiß nicht, ich lasse das jetzt einfach mal da. Ich werde, glaube ich, demnächst mal anfangen, Büroflächen auszuweisen. Aber das ärgert mich so ein bisschen, dass das so... ja, dass das nicht... Dass die Rohstoffe so schnell alle sind. Das finde ich irgendwie blöd. Das müsste doch irgendwie besser gehen. So, hier haben wir noch das neue Viertel. Das kriegt auch nochmal eine Anbindung an die Autobahn demnächst. Weil das hat hier eine Abfahrt. Das braucht hier nochmal seine eigene Auffahrt. So, die Straße. Macht dann mal hier die Kurve. Ich baue das Viertel erstmal noch ein bisschen aus hier unten. So, gerade. Oh, mal schön parallel bis hier hinten. Da hinten möchte ich noch ein bisschen schöner bauen. Und da kein, in Büros ist ja kein Lieferverkehr. Da kann ich jetzt ruhig nochmal. Ich mache die ersten Büroflächen hier bauen. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Und dann habe ich die ersten Büroflächen in der Stadt. Gucken, ob die mit Wasser versorgt sind. Nee, sind sie nämlich nicht. Zu nah da dran. So geht's doch. So, dann haben wir mal die ersten Büroflächen in der Stadt. Für die hochgebildeten Arbeiter. Weil wir sind mit der Bildung gar nicht so schlecht. Die haben wir ganz schön aufgeholt. Das neue Viertel, das ist noch nicht ganz so gut erschlossen. Na gut, die Uni ist auch ganz da hinten. Eigentlich ist es völliger Schwachsinn, dass die Uni da hinten steht. Ich verlege die ja nochmal. Die sieht ja zwar ganz schön aus, aber irgendwie ist es doch totaler Hirnriss, dass die Uni da hinten steht. Wenn die meisten Leute doch hier wohnen, das ist schon ziemlich hirnrissig. So. Das war irgendwie... ganz nett gedacht, dass das hier so ein bisschen das verbessert, aber eigentlich ist es totaler Quark. Totaler Quark! Ich sag's euch. Hier oben das Gewerbegebiet ist, glaube ich, fast schon ein bisschen zu viel Gewerbegebiet für die paar Leutchen, die hier wohnen. Ups, so weit wollte ich gar nicht. Ich glaube, ihr könnt schon da stehen bleiben. Mal ganz kurz, ich will diese Ecke noch hier
Wenn ich pausiere, geht's besser. Die muss nämlich gar nicht. Da sollen keine Gewerbegebiete stehen. Es sollen noch ein paar, ruhig paar mehr Leute wohnen. So. Weil die Entfernung zum... Gucken wir die Verschmutzung an. Die Entfernung ist nämlich weit genug und so viele Gewerbegebiete brauche ich hier oben nicht. Verschmutzung, wo ist Lärm? Lärm. Ich bin jetzt allgemeiner ein bisschen, aber es geht. So, dann wohnen dann lieber noch ein paar Leute. So. Und hier auch noch. Ja, das passt mir so. So wenig Gewerbegebiete haben wir nämlich hier oben gar nicht. Hier ist dann jetzt die Uni. Das funktioniert sicherlich besser. Können die es aus dem Stadtteil besser erreichen. Da wohnen halt einfach viel mehr Leute. Das ergibt schon mehr Sinn. Oberschule, Grundschule und Oberschule muss ich bald mal machen. Und dann haben wir hier das, die ersten Bürogebäude mal. Spitzenbanking zum Beispiel. Und dann, wenn die ein bisschen upgraden, können da nämlich dann die Hochgebildeten... Die wir in die Uni schicken ja auch, die müssen ja auch irgendwo arbeiten. So, aber eigentlich wollten wir das ja irgendwann mal hier unten weiter ausbauen. Komme ich irgendwie gar nicht zu. Der Strom wird, glaube ich, auch schon wieder knapp, ja. Wie viel macht das nochmal? 160 Megawatt? Vergleichen wir jetzt nochmal mit ihm. Dreimal so viel kostet 1200. Ölkraftwerk macht dreimal so viel, kostet viermal so viel. Da sparen wir praktisch 10.000 und 500 die Woche. Aber ich glaube, mit einem anderen Kraftwerk komme ich nicht so weit. Ich brauche... Der Strombedarf wächst schon gerade rasant. Ich brauche noch ein Kohlekraftwerk, baue ich mir einfach hier hin. Und wenn das nicht klappt, wenn es zu wenig ist, werde ich einfach das Budget erhöhen. So machen wir es. Das ist, springt gerade mal so an den gelben Bereich. Das ist halt echt... Wie soll ich denn so 34.000 Einwohner versorgen? Ich glaube, das wird echt knapp. Ich bin ein bisschen zu viel versprochen davon. So, ich werde jetzt mal hier... Ich glaube, ich mache mal hier unten ein neues Stadtviertel auf. Ich würde sagen, das umfasst die hier unten mit. Das ist nämlich so hier dieses ganze Gebiet unten lang an der... So, bis hierhin ruhig mal. So taugt mir das doch ganz gut. Und jetzt will ich nochmal meine Richtlinie mal angucken. So. So, hier soll nämlich schön alles toll sein. Besteuerung ändern wir nicht. Und, Parks, Freizeitmöglichkeiten erhöhen wir mal. Gucken nochmal, was alles gut war. Das kostet alles Geld und Strom und Wasser habe ich eigentlich genug. Haustierverbot, Recycling, Müllansammlung, Steuereinnahmen, wenn, ne, das nicht. Rauchverbot, Bürgergesundheit. Das lasse ich mal. Bildungsschub braucht man nicht. Das können wir noch machen. Und den kostenlosen Nahverkehr mache ich an, auch wenn ich noch da gar keinen, noch gar keine habe, noch gar keinen Nahverkehr. Aber der kommt dann hoffentlich noch. So, machen wir das mal hier. Das sieht gut aus.
Das Viertel. Ich bin noch mal gespannt. Ich würde ganz gern eigentlich noch mal die Industrieflächenplanung machen. So. Um zu gucken, ob ich jetzt, ob die Stadt jetzt inzwischen damit klarkommt. Früher ist sie damit nicht klargekommen, weil dann zu viele die Industrieproduktion zu schnell hochgeschnellt ist und ich gar nicht in dem Umfang Waren verkaufen konnte. Ich lasse es erstmal noch mal so. Moment, funktioniert es ja auch ganz gut so. Ich habe ja überall hier in den Gewerbegebieten bis auf die Industrieflächenplanung habe ich ja eigentlich alles aktiviert. Das passt. Da habe ich sie. Da ist auch eh keine Industrieflächenplanung. Das sind die Büros. Die hoffentlich davon, die Büros, die davon auch profitieren. In den Büros. Tja. Kundendienstservice, Spitzenbanking. Ja, was braucht man ja auch in der Stadt? Lösungen GmbH. Guck, die machen Lösungen. Ich meine, wer braucht denn keine Lösungen? Lösungen werden ja wohl immer benötigt. Hier kann ich dann. Ja, hier fährt der Zug lang. Das ist doch gar nicht schlecht alles. Das gefällt mir. Hier sind wir der einzige Weg, in das Gebiet zu kommen. Ich würde mal hier nochmal. So. Hier rüber. Das soll mal gerade sein. Dann kann ich die erstmal noch ein bisschen hier ausbauen, in die Richtung. Zack, zack, zack. Das ist doch alles wunderbar. Paar mehr Büroflächen ausweisen. Wasser haben sie unten auch noch. Und dann kann man das Gebiet hier bis zum Fluss irgendwann in Angriff nehmen. So, die Stadt muss laufen. Muss man das Budget ein bisschen erhöhen. Für die. Gucken, wenn ich das um 10% erhöhe. Ja, vielleicht kann ich mich damit retten, eine Weile, bis ich dann mehr Einwohner da neue Kraftwerke bauen kann. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wenn Sie gerne noch ein bisschen. Hier können Sie ruhig noch ein bisschen Industrie anbinden. Haben Sie eine gute Verkehrsanbindung auch. Achso, das Einzige, was ich hier noch machen wollte, ist. Eine Anbindung hier hoch. So. Eine Anbindung hier runter. Vielleicht nicht ganz so steil. Dass es ein bisschen organischer ist. Komme ich hier irgendwie unten durch? Schauen wir mal. Das ist das Problem, die Autobahn war hier schon vorgegeben. Aber die ist mir viel zu nah beieinander. Ich komme hier kaum. Hier mal unten runter. Erstmal kann ich eh noch das hier verbinden. So. Hä, ist das nicht. Die Autobahn noch extra angehoben. Kann ich da nicht unten durchbauen? Oh, das ist nur gerade der blöde Pfeiler. Ich glaube, es ist nur der blöde Pfeiler. So, die Viertel müssen uns dann auch mal ein bisschen verbunden sein.
Immer ist da gerade der Pfeiler, wo ich bauen will. Unglaublich. Staut sich langsam. Das ist vielleicht das Letzte, was ich noch beobachten muss gerade mal. Die sind alle auf der linken Spur. Ganz kurz, dass wir wenigstens noch richtig hier zuweisen. So, also die sind hier auf der linken Spur. Wo wollen sie denn hin? Das ist die Frage. Gucken wir mal, wie wir das Leben vereinfachen können. Oh, guck, Hafen freigeschaltet. Oh, das ist gut. Hafen, da kann ich unten mal am Fluss... kann ich unten am Fluss lang gehen. Das ist ja cool. Da mal das dann anschließen. Das gefällt mir. Das ist eine der nächsten Sachen, die ich hoffentlich nicht vergesse. Aber ich will mir gerade hier noch anschauen, wo die eigentlich hinwollen und warum die hier so einen Rückstau haben. Das gefällt mir nicht. Also, die fahren hier da lang. Hier auf die linke Spur. Hier auf die rechte Spur. Und da hinten rauf. Diese beiden kommen sich ins Gehege. Und für die hätte ich nämlich möglicherweise eine Lösung. Ich glaube aber, dafür muss ich das hier verlegen. So, probieren wir es mal. Nicht andocken. So. Nicht so leicht. Mit, ja, schnipp, schnapp. Gefährdet zu steil. Okay, ist auch relativ hoch. Das stimmt schon. Wie mal was. Wie hoch ist denn das? So, ich möchte dahin. Die beiden Straßen sind darüber verbunden. Ich will eigentlich nur hier rüber. Das kriegt man schon noch hin, wie ich das möchte. Oder ich baue da rüber. Oder ich gehe erstmal hoch und dann runter. Das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner Quatsch, ehrlich gesagt. Was ich eigentlich möchte, ist den Leuten, die da hinten hin wollen, noch eine Abfahrtsmöglichkeit zu geben. Vielleicht versuche ich es mal andersrum erstmal. So. Jetzt haben sie natürlich hier die ganzen Kreise. Ups. Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Ich will, dass die da leichter in das linke Viertel kommen. Ich glaube. Dann mache ich mal eine kurze Pause. In der nächsten Folge werde ich mal das vernünftig anschließen, weil das brauche ich noch. Die Autobahn habe ich ja gerade abgerissen, die muss ich auf jeden Fall gleich noch machen. Darf ich nicht vergessen. Volle Konzentration. Und dann will ich in der nächsten Folge da runterkommen. Das ist nämlich die, die da nach links wollen, kommen nämlich nicht so gut hin. Irgendwann ist der Kreisel hat dann wieder komplett ausgedient, weil alle eine Sonderverbindung haben. Aber naja, wenn es so ist, kann ich auch nichts für. Sollen die halt vernünftig Auto fahren.